Guten Tag und hallo. Ich bin Bodo. Man nennt mich auch Bötchen, bin vom Jensi-Team bzw. Jensi-Dega-Team. Eigentlich bin ich Brandungsangler, aber mein zweites Steckenpferd ist das Raubfischangeln. Heute möchte ich euch mal zeigen, wie man am Kanal losgeht, beziehungsweise hier am Mittellandkanal, was man benötigt und wie die Vorfächer ausschauen haben. Natürlich ist das Ganze nur eine Richtlinie, aber ich versuche es mal zu zeigen. Als Route habe ich mich für eine 2,70 Meter, in dem Fall eine Mitsuki Kayatsu Maski entschieden. Die hat ein Wurfgewicht von 30 bis 80 Gramm, damit sie ein bisschen straffer ist im Rückgrat. Damit, wenn ich gleich mit Gummifischen hier losgehe, das Ganze auch noch am Gefühl ist und ich gerade, wenn ich so einen breiten Bereich habe wie hier, auch noch in die entsprechenden Stellen komme, weil ich hier mit 10 bis 14 Gramm fische. Als nächstes oder als erstes habe ich das Problem, ich angel hier mit einer 14er geflochtenen. Mit der 14er geflochtenen alleine auf Raubfisch zu gehen, ist aufgrund der Sichtbarkeit für mich zumindest nicht so sinnvoll. Da wir hier kein Hechtvorkommen haben oder das so gering ist, dass man es einfach außer Acht lassen kann, fische ich hier mit einer Fluorcarbon, in dem Fall eine 35er Fluorcarbon. Jetzt zeige ich euch als erstes mal, wie verbinde ich die beiden. Ich fange das hier an. Ich denke, ihr werdet nachher, weil man sieht nicht alles, einen schönen Einschnitt bekommen, wo ihr das Ganze sehen werdet. Als erstes lege ich mir eine 8 oder beziehungsweise eine Schlaufe der Fluorcarbon. Lege mir meine Geflechtschnur dahinter und ziehe diese jetzt zweimal durch die entstandene Fluorcarbon-Schlaufe, also das Fluorcarbon-Ende durch die Fluorcarbon-Schlaufe. Was jetzt wichtig ist, ich ziehe das Fluorcarbon leicht an, den Knoten noch nicht ganz zuziehen. Jetzt nehme ich das Ende von der Geflechtschnur, lege an der Fluorcarbon und der Geflechtschnur einen Finger hin, dass ich nachher die Öse wieder finde. Jetzt wickele ich diese Geflechtschnur 20 Mal um das Fluorcarbon. Stecke dann das Ende durch die vorhandene Schlaufe, halte ich jetzt vorher den Finger nicht zwischen die beiden Schnüre, komme ich die Schnur da nicht mehr durch. Jetzt das Wichtigste, nicht an den Enden ziehen, sondern an beiden Enden der Hauptschnur, also am Fluorcarbon und der Geflecht anfassen, weil Fluorcarbon sehr temperaturempfindlich ist, einmal befeuchten. Und dann ziehen wir das Ganze ganz geschmeidig zusammen. Jetzt am Ende des Fluorcarbons nochmal einmal das Fluorcarbon ein bisschen nachjustieren. Jetzt habe ich eine kleine hübsche Pyramide von der Geflechtschnur auf dem Fluorcarbon sitzen, so dass das gleich durch die Ringe flutschen kann, ohne dass es da große Probleme gibt. Jetzt die Enden abschneiden. Diesen Knoten benutzen wir zum Brandungsangeln. Ich selber bevorzuge ihn, weil ich ihn natürlich aufgrund der Erfahrung, aufgrund der Länge natürlich jetzt recht schnell hinbekomme. Wenn ihr diesen Knoten zwei, dreimal gemacht habt, ist der ratzfatz und ganz schnell gemacht am Wasser. Das ist einer der großen Vorteile. Und das klappt auch mit kalten Fingern. Jetzt, ich bevorzuge so eine Armlänge, Fluorcarbon, schneide ich das Fluorcarbon ab,
Am Ende des Fluorcarbons habe ich die Erfahrung gemacht, fahre ich am besten mit Einhängern. Nicht mit Wirbeln, sondern diese Einhänger, das ist eigentlich so das Ende, was man sonst vom Wirbel kennt, nur der Wirbel fehlt. Sehen dann so aus, man kann es hier nicht so gut sehen. Befestige die dann am Ende vom Fluorcarbon mit den gängigen Knoten, die man so kennt. So, als Köder sollte man immer eine kleine Auswahl dabei haben, nicht übertreiben. Ihr wollt ja keinen Verkaufsstand machen, sondern dazu sage ich eigentlich zu den Farben her nichts, weil ihr da in den Medien schon so viel erfahren habt. Ich selber bevorzuge, wie kann es anders sein, einen Riverjet. Der ein oder andere, der mich kennt, weiß, dass ich mit diesen Ködern auch wirklich losgehe und das nicht nur erzähle. Habe damit schon ganz gut gefangen. Heute bei dem Wetter, schwierige Sache. Ich würde sagen, ich mische mich heute mal so ein bisschen in das Hellere mit ein und werde mit einem schönen 10 Gramm Kopf mal den Grund hier abklappern und schauen, was die Barsche sagen. Ich selber benutze an dieser Stelle, wo wir uns befinden, das T90er, weil wir hier sehr viele Barsche haben. Und die Wahrscheinlichkeit, hier einen Zander ranzukriegen, genauso groß ist. Die 120er, ich selbst habe die Erfahrung gemacht, dass ich Barsche da doch das ein oder andere Mal vergräme. So, vom Prinzip her würde ich jetzt sagen, nachmachen, ans Wasser angeln. Weil dafür ist das Ganze gemacht. Viel Spaß!